Wenn irgendwo auf der Welt Tischtennis gespielt wird, dann ist mit ziemlicher Sicherheit ein saarländisches Produkt im Spiel. Die Tischtennisausrüster Tiba und Donnink gehören in ihrer Branche zu den Weltmarktführern. Zu Hause in Völklingen sind sie aber weniger bekannt. Beide Firmen sind saarländische Gründungen. Donnink liefert in 80 Länder der Welt. In diesem Jahr wird der Betrieb 50. In unserer Reihe über besondere saarländische Firmen stellt Ihnen Stefan Hauch das Unternehmen vor. Mit einem kleinen Schwarz-Weiß-Katalog-Verkauf aus dem Kofferraum und einer Garage als Firmensitz fing in den 60er Jahren alles an. Heute ist das Unternehmen aus Völklingen weltweit in der Tischtennisszene bekannt. Beim Jubiläum des Versandhandels drängen sich Kunden aus ganz Deutschland in den Verkaufsräumen. Kein Wunder, einen Tag lang gibt es 50% Rabatt auf alles. 1964 hat Karl-Heinz Schreiner seine Firma unter dem Namen Sportschreiner Tischtennis gegründet. Inzwischen ist der Senior 84 Jahre alt und noch immer im Unternehmen aktiv. Das Tagesgeschäft führt sein Sohn. Von Völklingen aus wird alles weltweit vermarktet. Karl-Heinz Schreiner war selbst erfolgreicher Tischtennisspieler schon 1962. Karl-Heinz Schreiner, 1. FC Saarbrücken, fand im Herrenfinale keine Waffe gegen das Angriffsspiel seines Clubkameraden Rossi, der sich in 1963 dann der entscheidende Schritt. Ich war damals Industriekaufmann bei Röschlings und hatte Chefs. Und mit Chefs bin ich nie so ganz gut zurechtgekommen. Und dann habe ich das versucht mit Tischtennis, weil ich ja gespielt habe und sehr mal im Tischtennis zu Hause war, auch als Tischtennistrainer Geld verdient habe. Die Entwicklung danach war rasant. Belege und Schläger sind die Basis des Geschäftes. Später kaufte Schreiner den Belaghersteller Donnink dazu. Seitdem sind die Produkte weltweit als Qualität Made in Germany gefragt. Zusammen mit einem chinesischen Unternehmen als Joint Venture wird auch der größte Tischtennismarkt der Welt in China beliefert. Und immer haben die Saarländer es geschafft, die Aushängeschilder des Sports unter Vertrag zu nehmen. Europas bester Spieler Dmitri Ovtcharov, die Nummer 4 der Weltrangliste, ist Partner. Der 24-Jährige ist nach Völklingen gekommen, um neue Beläge zu testen. Seine Aufgabe, die Schläger auf die neuen Kunststoffbälle abzustimmen. Seit seiner Jugend spielt der Star mit der Ausrüstung aus dem Saarland. Das war vor 15, 16 Jahren und ja, wir sind durch die allerschönsten und schwersten Zeiten gegangen und ja, auf Frank Schreiner, den Geschäftsführer, konnte ich mich immer verlassen. Ist fast wie ein Vater für mich und ja, ich fühle mich sehr, sehr wohl. Deswegen habe ich ja auch weitere 20 Jahre unterschrieben und werde sicherlich meine Karriere bei Donnink beenden. Kein Versprecher. Ovtcharov spielt und arbeitet die nächsten 20 Jahre für Donnink. Auch die früheren Weltstars Jan-Ove Waldner und Jürgen Persson sind Repräsentanten der Saarländer. Für das Unternehmen ist die Zusammenarbeit mit den Topspielern der wichtigste Pfeiler des Marketings. Wenn Sie eine Marke haben und niemand von bekannten Spielern spielt damit, dann werden Sie auch damit keinen Erfolg haben. Und deswegen war zu jeder Zeit wichtig, gute Spieler, am besten die besten Spieler zu haben. Der Umsatz liegt im deutlich zweistelligen Millionenbereich. Frank Schreiner, der Sohn von Karl-Heinz, wird das Unternehmen mit der bewährten Philosophie in die Zukunft führen. Eine